Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, jetzt heute hier zu Baby Katja, in dem zwei Wochen Themenwochen sind, Immobilien, erzähle ich euch mal, was ich persönlich gerne haben würde und was mir wichtig ist. Also, und was mir nicht wichtig ist, kann ich euch auch erzählen. Also, was mir wichtig ist und was für mich persönlich etwas ist, worauf ich nicht verzichten kann, ist, ich möchte ein eigenes Klo. Das ist wirklich so, da bin ich ein bisschen neurotisch. Ich kann ein Bad teilen. Ich kann mir vorstellen, dass die Dusche, dass meine Eltern auch unter der Dusche stehen. Ich kann mir vorstellen, auch die Badewanne und alles zu teilen. Aber ich möchte ein eigenes Klo. Weil ich kann nicht auf andere Leute's Klo gehen. Ich bin da total neurotisch. Es tut mir leid, aber da habe ich einen Spleen. Und ich brauche ein eigenes Klo. Ja, was mir noch wichtig ist, ist, ich möchte auf jeden Fall, ich brauche eine eigene Küche. Ich brauche zumindest einen eigenen Ofen, also Herd und eine eigene Kochplatte und einen Kühlschrank, weil meine Eltern sind essen Fleisch. Ich bin Vegetarierin und wenn dann aus dem Kühlschrank dir der Salami-Duft entgegenkommt, das ist was, wo ich... Nee, tut mir leid. Gut, mein Kühlschrank riecht auch nicht immer nach Rosenbeet, wenn ich zum Beispiel als die Gorgonzola esse. Aber das ist ja wenigstens das ist ein Duft, den ich für mich gern habe. Und ja, das ist für mich dann was ich ertragen kann. Was ich aber nicht ertrage, ist, wenn es bei mir aus dem Kühlschrank, wenn ich zum Beispiel einen Pudding haben will, dass mein Pudding dann nach Salami oder so riecht. Und ja, das ist was mir wichtig ist. Was mir auch wichtig ist, ich möchte auf jeden Fall, also mir persönlich wichtig ist, ich brauche meinen eigenen Raum, also ich brauche meinen eigenen Platz. Also ich möchte nicht im Sinne von, ich wohne dann mit meinen Eltern und alles ist eng und eng aufeinander, sondern ich brauche mein eigenes kleines Reich, wo ich werkeln und leben kann im Sinne von, ja, ein, zwei Zimmer vielleicht auch, um ehrlich zu sein, am liebsten hätte ich vier Zimmer, so wie wir es jetzt haben. Also ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Aufenthaltszimmer und dann halt noch ein Zimmer, wo ich zum Beispiel, wo dann, also das, da reicht mir auch ein halbes, sowas wie eine Speisekammer, wo man einfach ein Lager haben kann. Weil ich bin ja jemand, ich tue gerne auf Vorrat kaufen und dann... So ein Lager, das wäre einfach schon für mich so. Das ist so für mich das, was ich schön fände. Vier Zimmer. Wahrscheinlich ist aber wahrscheinlich, dass ich eher so zwei Zimmer werden. Und ja. Ja, dann vor allem, was auch noch ein Fakt ist, ich liebe Leo, meinen Hasen. Das ist kein Geheimnis, aber der kann eine ganze Nacht durchrattern, wenn es sein muss. Und da kann ich dann nicht schlafen. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall mindestens zwei Zimmer, damit Leo im einen Zimmer nachts ist und ich in einem anderen Zimmer nachts schlafen kann. Also zwei Zimmer sind so Minimum. Ja, dann, was ich auch gerne haben würde, wäre viele Einbauschränke. Also ich möchte Einbauschränke haben, weil ich bin jemand, ich staub nicht ab. Und wenn du nicht abstauben willst, brauchst du Schränke. Schränke brauchen auch viel Platz. Also sind Einbauschränke so platzsparende Variante. Und ja, was gibt's noch? Ich möchte auf jeden Fall in einem kühleren Gebiet. Also ich möchte, dass es kühler ist, also dass es isoliert. Weil, und das ist etwas, was zum Beispiel vielleicht auch der ein oder andere Asperger hat, dass ich habe ein unfassbar anderes Hitzeempfinden inzwischen entwickelt. Also bei mir reichen nur ein Milligrad mehr oder weniger und ich schwitze wie verrückt. Also, aber das werde ich euch vielleicht mal, ja, das machen wir dann nach den Themenwochen. Da kommt, wenn wir mal darüber ein bisschen plaudern. Ja, ja. Ich glaube, es ist Regen, aber gut. Ich kann es noch nicht identifizieren. Ich glaube, ich mache einfach mal die... Ja, nee, entschuldigt, dass das mit dem Gewitter, das ist immer noch hier bei mir im Hintergrund, deswegen... Ja, was gibt es noch? Mir ist eine ruhige Nachbarschaft wichtig. Also, ich kann nicht in einer Nachbarschaft leben, wo es...
Es ist so richtig doof, wenn du gerade sagst, es soll ruhig sein und in dem Moment klingelt es an deiner Tür, als ob irgendjemand hier gerade versucht. Ich habe, also, wow, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen. Oh, trotzdem. Okay. Ich muss jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Macht, entschuldigt, das ist welche Ding. Nee, der Knopf durchsichtig ist voll unpraktisch gemacht. Ja, entschuldigt, meine Mutter hat mir nur gerade mein Essen gebracht. Drum werden wir dieses Video auch nicht mehr allzu lange hier ziehen. Leg bitte da weg. Entschuldigt. Die Duplizität der Dinge. Ja, auf jeden Fall auch wichtig ist mir, dass das nicht unbedingt, es durfte nicht neben dem Bauernhof oder so sein. Ich bin auch extrem geruchsempfindlich, also Müllhalde oder Bauernhof sind keine gute Ideen. Irgendwann bringt mich dieses Karnickel um. Ohne Witz. Fast. Leo, mein Schnucki. Nein. Das reicht. Noch jetzt ganz, ganz fix. Entschuldigung, das musste ganz kurz erledigt werden, weil der hätte sich jetzt sonst alle seine Haxen gebrochen und darauf habe ich keine Lust, ganz ehrlich nicht. Ja, ist auch nicht in der Nähe von einem Bauernhof sein, weil ich geruchsempfindlich bin. Also ich möchte eine ruhige, nicht schlecht riechende Gegend. Die Nachbarn zum Beispiel, da bin ich relativ offen, weil ich finde, man kann sich mit jedem anfreunden oder mit jedem plaudern. Das ist ja kein Ding. Oder eben auch nicht, kommt immer darauf an. Aber das Wichtigste für mich persönlich ist, dass das Haus bei der Besichtigung nicht gleich bei mir nie auslöst. Und ich denke, man kann viele Dinge kann man verändern. Aber was man nicht verändern kann, ist der Lärmpegel. Und was man auch nicht verändern kann, ist zum Beispiel der Geruch von der Nachbarschaft, also oder wenn es nach Gülle riecht oder so. Und deswegen würde ich sagen, die wichtigsten Dinge sind für mich, dass es tendenziell darf es gerne in einer eher dunkleren Gegend sein, im Sinne von, weil ich es nicht so gerne mag, wenn es so helles, grelles Licht hat. Es darf wegen mir also eine dunklere Gegend sein, es darf wegen mir eine leise Gegend sein und es darf von mir auch eine geruchsneutrale Gegend sein. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass es nicht unbedingt in einem Industriegebiet ist, weil da ist es immer laut. Und so dieses Industrie-Wohngemisch ist, und das ist wirklich aus meinen jetzt 25 Jahren Lebenserfahrung hier in Deutschland keine gute Idee. Weil das ist immer viel zu laut und vor allem dann kommt man kaum zur Ruhe, außer an einem Sonntag, weil da ist dann ist wirklich zu. Und ein Sonntag alleine reicht nicht, um die Energie wiederzubekommen, die man über die Woche verliert durch den Lärm. Und ja, deswegen mein Tipp auf jeden Fall, auf keinen Fall in ein Gemischtgebiet gehen, sondern wenn dann ein Wohngebiet suchen, weil man kann zum Beispiel als Nachbarn, die sind nicht immer dauernd laut, außer man hat so Nachbarn wie hier drüben. Ja. Dann, das ist eine andere Geschichte, aber man kann dann zum Beispiel als Nachbarn, mit denen kann man reden oder kann sagen, bitte, wenn sie schon jede Woche, jeden zweiten Tag sägen müssen, dann tun sie es doch bitte erst ab 10 Uhr morgens und nicht schon um 6 Uhr morgens. Und ja, das sind so Sachen, aber eben, wenn man in einem Gemischtgebiet wohnt mit Industrie und Wohnen, dann ist immer laut, weil die Industrie achtet nicht darauf, ob du jetzt deinen Schlaf bekommst oder nicht. Und das ist mein wichtigster Tipp an jeden Asperger, wenn ihr umziehen müsst, was eh schon so eine ganz Geschichte für mich ist. Ich weiß nicht, wie es für anderen ist, aber ich bin da so. Ja, ich würde am liebsten einfach irgendwo. Ja, mich hier in dieses Haus rein, so richtig schön in die Wände reingesaugt werden. Ich habe gar keine Lust auf Umziehen. Aber wenn ihr umzieht, dann sucht euch auf jeden Fall ein Wohngebiet und kein Gemischtgebiet. Oh Gott,
Nie wieder. Das ist. Nein. Ja. Ja, das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht oder wie es bei euch ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder eine E-Mail schreiben, ja, doch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an ibel.ritme@outlook.com. Ich esse jetzt was und dann drehe ich weiter. Bis dann. Tschüss.